Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Subnautica. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir haben es geschafft, fast geschafft. Unser Tunnelsystem nach oben, hoffentlich eine Verbindung mit der Basis, die wir oben gebaut haben. Ja, ein schwieriges Projekt. Boah, ich bin da am Rumfummeln und am Fuseln gewesen in der letzten Folge. 9 GB war sie groß, sie lädt gerade hoch. Ich mache mal 2 Folgen hintereinander, weil ich das fertig haben will. Ja, das Ding sieht echt irre aus. Ne? Wir müssen einmal so einen kleinen Abstecher machen. Ich mach's mal außerhalb, der irgendwie ist da so ein Bug, dass sie immer alles in der Hand nimmt, wieder außerhalb. Und wir müssen was essen. Okay. Sie sieht irgendwie metallend aus. Also schöner. Ist metallend ein richtiges Wort? Ich weiß nicht. Gut. Ansonsten, ja, hat sich hier nicht viel verändert. Ich glaube nicht, dass wir was machen können an dem Ding. Kommt alles, wird alles irgendwas mit der Story zu tun haben. Den Hunger ignorieren wir mal kurz. Können ja einen Körper runter machen gleich schnell in der Aurora rein. Wollte ich gerade wieder sagen. Nein, in Cyclops U-Boot rein. Die müssen wir echt Aurora nennen, damit ich diesen Fehler nicht immer wieder mache. Ja, aber erstmal hoch. Ich habe ja gerade so ein, in der letzten Folge habe ich ja noch so einen mutigen Sprung gemacht. Hab's draufgesetzt und dann natürlich wieder ganz nach unten gefallen. Oh, das nervt, ne? So, aber das hat bald ein Ende. Wir gehen einfach mit unserer Leiter da hoch. So, jetzt den Hunger können wir doch ein bisschen stillen. Wenn es hier doch schon so schön wächst, ne? Gib's mir. Zap. So. Ein Problem weniger auf diesen nassen Planeten. So, ein Fenster haben wir uns auch geschaffen in der letzten Folge, ganz rein zufällig. Durch die... Jetzt hör doch mal auf. Durch die Foundation hat er hier so einen schönen Spalt reingemacht, was ich ziemlich hübsch finde. Weil wir ja immer hier langlaufen, haben wir jetzt immer einen schönen Ausguck auf unseren Rohr. Super, ne? Ein riesen Phallus-Symbol. So, warum habe ich eigentlich hier diese Dinge alle? Ich muss ja alles kaputt machen. So, sollen hier liegen. Da hoch kommen wir, indem wir durch den Tunnel gehen. Also es ist mehr als kompliziert, was ich hier veranstalte. Es ist sogar super kompliziert. Die wird gleich Energie kriegen, falls die Verbindung passt. So. Ich hoffe, das geht jetzt. Ja klar geht das. Wenn man einmal angefangen hat zu bauen, sind die Entfernungen dann nicht mehr so groß. So, das dürfte jetzt eigentlich schon ausreichen, ne? Von der... Nee. Das ist doof. Ich würde jetzt hier gerne die Luke entfernen. Das kann ich aber auch machen. Und dann den Gang eigentlich auch. Aber das ist schwierig. Komme ich da irgendwie drauf? Oh, ist das verhakelt alles, ne? Luft kriege ich trotzdem hier drin. Komisch. Die haben sich wie Sau vermehrt hier drin, ne? Die Fische. Unser Ding ist auch schon geschlüpft. Oh, das habe ich schon wieder vergessen, das mitzunehmen. So. Da irgendwie drauf kommen, wird das aber ein bisschen hakelig wieder. Ich will nicht noch mehr bauen müssen, um irgendwo raufzukommen. Es ist so anstrengend. Ja, wir haben ja eine Luke weggemacht. Machen wir eine Luke hier oben rauf. Wäre wieder der sinnige Weg gewesen, aber diese oben drauf Luken sind... ja, die habe ich einfach zu selten gemacht, muss ich zugeben, dass ich dann... So, spontan drauf komme. Ja, haben wir gerade ein bisschen was gemampft. Ja, alles gut, junge Frau. So, da dürfen wir jetzt raus. Und dürfen das kuren. Das brauchen wir nämlich nicht mehr. Und dann dürfen wir uns an den hier vergehen. Hupp. Das ist natürlich ein Bug, der muss auch noch raus. Aber wir haben ein bisschen Titan. Wir sind Jetpiloten. Jetzt dürfen wir wieder runter. Oh, das, ich sehe jetzt schon, dass das nicht passt. Ich sehe es jetzt schon. Das passt sowas von gar nicht. Aber wer weiß, wie wir da puzzeln können. Warten wir mal ab. Ne? Wenn wir es erst einmal umdrehen. Oh Gott, das wird ganz knapp. Ganz knapp wird das. Nee. Das passt nicht. Oh, guck mal, das ist doch nicht wahr. Da können wir auch nichts puzzeln. Das ist das Schlimme daran. Habe ich denn noch überhaupt Titan? Wie viel Titan habe ich denn noch? Da ist es weg. Gibt es 4 neue? Zap. Das passt sogar von der Höhe nicht, ne? Wenn das... Oh, du Scheiße, ne. Hat er doch gemacht gerade.
Das wäre auch ein Wunder gewesen, ne? Das wäre auch ein Wunder gewesen, wenn das passen würde. Da müssen wir komplett umdenken. Ach du Scheiße, wie komme ich jetzt da oben drauf? Das ist doch jetzt großer, großer Kacker. Ganz große Kacker. So. Oh Gott. Was habe ich getan? Diese ganze Arbeit. Wie will ich sie verschönern? Wir müssen das alles wegbauen und dann neu bauen. Sonst fällt mir hier nichts ein, wie ich das miteinander verbinden soll. Ne? Ihr seht das ja vielleicht. Das wäre drin. Das wäre die Verbindung dafür. Das macht mich gerade ein bisschen traurig. Scheiße. Warum kann denn nicht einmal was funktionieren? Aber es waren zwei unabhängige Basen, ne? Alleine dann, boah, wie krass geil das wäre, ne? Aber die verbinde ich nicht. Da ist nichts zu verbinden. Da brauche ich auch nicht fertig bauen. Was jetzt passiert? Das war gemein. Hä? Okay. Puh. Da fällt mir jetzt echt nichts mehr ein, was ich jetzt daran ändern soll. Titan kriegen wir wieder. Kein Problem. Das ist es halt, ne? Das muss so sein. Damit haben wir jetzt einen Aufzug. Bis zur Bergspitze. Und bis unseren Fast-Aquarium-Raum. Aber wir verbinden die nicht. Da wird nichts mit Verbindung passieren. Scheiße, 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 scheiße. Ich will aber keine zwei unabhängigen Basen voneinander haben, sodass wir jetzt hier aussteigen, sag ich mal, und dann da wieder einsteigen. Ich will eigentlich schon an ein Stück haben. Obwohl das ja auch nicht so schlimm wäre, ne? Wenn wir zum Beispiel in den Berg reingehen, da bauen wir auch noch ein bisschen was Schickes hin. Da ist das, nee, das ist nicht das Fenster. Da unten ist das Fenster. Da müssen wir experimentieren, würde ich sagen. Was haben wir an Zeugs? Können noch zwei Röhren dran setzen. Emergency. Starvation imminent. Seek Haben wir was zu essen und trinken calorie dabei? immediately. Nope. Warum wird schon wieder dunkel? So schnell. Ist gerade erst hell geworden. So. Dann sollen die sich da treffen. Okay, wir gehen was mampfen. Das macht ja nichts, ne? Hauptsache, man kommt schnell nach oben. Und hat hier oben halt einen eigenen Reaktor. Oh Gott, da müssen wir alles doppelt machen. Ich hätte die Foundation abbauen sollen. Das wäre schlau gewesen. Warum ist denn so finster geworden? Mann. Haben wir wieder noch dunkler reingepatcht. Okidoki. Zap. Welcome aboard, Captain. Unser Wohnmobil. Vital signs stabilizing. Den zerschreddern wir. Pflanze 9. Ist irgendwie unendliches Essen, ne? Das ist irgendwie komisch. So. Mein Auge juckt. Entschuldigung. So, dann gucken wir mal hier. Batterieladegerät. Brauchen wir ein bisschen Batterien wieder. Die ganzen Teile sind leer. 0%. Dann der hier. Der Scanner hat jetzt auch nicht mehr viel. Können wir auch mal laden. Warum auch nicht? Und der Welder hat gar nichts mehr. Der kann eine ganze Batterie bekommen. 0, 4, 34, 0, 100. So, dann lädt das jetzt hier. Alles so geräuschlos geworden. Finde ich ein bisschen komisch. Na, 4. So. Dann hat er auch wieder Saft. Alles hat wieder Saft. Sehr schön. Und Batterien laden auch neu. Okay. Ja, ich bin ein bisschen ratlos jetzt, ne? Was wir da hinten machen wollen. Da oben. Ich weiß nicht, warum ich will. Das ist schon eine Panikreaktion. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Titan. Mein Ziel wäre natürlich dann da oben in den Berg reinzubauen mit der Röhre. Und da so eine Art Gang hinzusetzen. Also so ein unechter Gang.
wo wir uns dann durch den Berg bewegen ein Stück, um dann den Rest der Basis zu erkunden. Das wäre natürlich schön. Na, aber es fehlt natürlich wieder mal Titan. So, ich mach mal Licht an. Ich fahre mal grob Richtung Aurora. Ich war schon lange nicht mehr in Aurora. Wer weiß, was sich da alles noch verändert hat. Ich wollte heute das Let's Play anfangen von Life is Feudal oder Feudal, oder wie es zum ausgesprochen wird. Das neuerdings kleine Spiel da. Aber es wird aktuell schon wieder zu warm in meinem Zimmer und ich wollte das nicht mit Klimaanlage anfangen. Sound. Ich wollte nur in der Richtung, ich wollte da nicht rein, aber der Pilzwald, der gibt uns nicht allzu viel Titan. Da müssen wir schon an der Aurora dran. Da gibt es auch Titan. In rauen Mengen. Aber der Ruckelpilzwald, der interessiert mich jetzt gerade nicht so dolle. Ich will auf jeden Fall oben nicht mehr alles wegbauen müssen. Ne? Das ist ja schon so geplant gewesen. Das wäre schade, wenn wir da schon wieder rumfuhrwerken müssten. Ich will doch wirklich da eigentlich eine Basis reinbauen, eine schöne. Mit einem mega geilen Aussichtsfenster und sowas. So ein Panoramakram. Ja. Wie viel Platz habe ich denn überhaupt? Wieder nicht aufgepasst, aber ist genug. So viel brauchen wir im Endeffekt ja gar nicht. Ich will ja nur diesen, ich weiß so gar nicht, wie das funktionieren soll, in den Berg rein. Und dann kommt da irgendwas Schönes hin. Keine Ahnung, vielleicht ein Außenbeet oder sowas. Zwei Stück als Gang mit Blümchen und so. Und dann kann man direkt in den nächsten Basis reinhüpfen. Aber den Aufzug, der war mir halt wichtig, dass wir hier nicht so lange nach oben laufen müssen immer. Und dann kommt da richtig geile Aussichtskram hin. Glas und. Erkundet haben wir das Spiel jetzt ja echt gut. Das sieht aus wie ein Metallschrott, ist aber keiner. Verarsche. Dann nutzen wir die Nacht mal praktisch. Weil jetzt die Nacht vorbei ist. Gut. Ja, viel dürfen wir eigentlich nicht mehr nehmen. Eine geplünderte Kiste. Aua. Zwei geplünderte Kisten. Zwei Stück sind noch drin. Da haben wir genug. Aber nicht 10 Stunden wieder rumschwimmen. Da muss der Muskeln haben, der Typ, ne? Das gibt's gar nicht. Oh, da müssen wir irgendwas rauspfeffern. Und zwar... Oh, oh. Alles ist cool. Gehärtete Klinge, Überlebensmesser, kommt 0% weg damit. Das ist ja eben meine Brutzelklinge. Habe ich die weg... Ne, da ist er. Boah, 3 Messer in der Tasche gehabt. Wie dumm ist das denn? Ich bin doch nicht Rambo. Gut. Wollen wir zurückfahren, Titan machen und dann wirklich sozusagen nicht den Abschluss, nein, aber die Verbindung, dass wir da endlich loslegen können, verdammt schön zu bauen. Da müssen wir nämlich wieder auch ganz viele Ressourcen besorgen, wie zum Beispiel Glas. Wir wollen da viel verglasen, ich muss da sehr viel verstärken. Lithium gibt es Gott sei Dank genug auf der Insel. Kaffee. Oh, so ein dünn Becherchen. So. Da ist das Insel-Li. Und da wollte ich dann oben noch erweitern, alles, was so in unserer Fantasie so möglich ist. Das Hochbauen war ja schon eine Katastrophe. Das habe ich da echt mir schwieriger getan, als, glaube ich, wahrscheinlich möglich ist. Ich glaube, noch schwieriger kommt man nicht, aber es ist ein Unterwasserspiel. Da ist das dreidimensionale Bauen super leicht an eine Insel, wo natürlich, wir können ja nicht nach oben fliegen. Oh, wie das aussieht. Es sieht aus, ob das verbunden wäre, aber es lügt, ist verbunden. Da kommen wir nicht nach. Wir können auf eine Insel einfach nicht nach oben, ne? Ist ja klar. Wir müssen die Wege nutzen und verrückte Sachen machen. Außerdem so ist es wirklich, als ob das miteinander verbunden wäre. Schade. Es ist nicht verbunden. Es veräppelt uns. Boah, was ein Aufzug, ey. Fett. Also wir können aber schon mal hochgehen, das ist schon mal gut. Da sieht man, dass es nicht verbunden ist. Ach du Scheiße. Was baut der hier? Was baut der Typ hier? So, ich würde jetzt gerne noch einmal... Ach nee, lass das Ding in Ruhe.
Da ist noch nichts gepatcht worden. Was, wenn ich da durchschwimmen? Ist das wie im Weltraum, dass die dann so wegfliegen? Oh nein, ich fahre davor. Sehr stabil. So, das zeckt uns keine Energie ab. Das ist nämlich voll. Ich muss zerkraften. Fupp. Falsch. Hey. Fupp, fupp, fupp. Also wir müssen schon jetzt nicht mehr den Weg nach oben laufen. Und das ist schon mal was Feines. Wenn wir gleich die Leiter gebaut haben, natürlich. So. Und wenn wir es Tag haben, können wir auch sehen, wo wir was hinbauen, weil nachts geht es gar nicht. Ne? Das ist ja unmöglich. Ich versuche gleich mit dem Gang bauen, irgendwie ein Loch in den Berg zu bohren. Mal schauen, ob wir das irgendwie hinbekommen. Das könnte ganz interessant werden. So, jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen Titan. Oh, das ist gut. Das freut mich. So, den Gang, den wollte ich auch ganz hübsch machen. Mit Scheiben. Aber wir brauchen sehr viel Verstärkung. Und Pflanzen sollen hier an den Seiten stehen. Noch ist es ein Rohbau. Hier müsste eigentlich jetzt, wenn alles richtig ist, hochgehen. Boah. Und fupp, da sind wir dann ganz oben. Auf dem Weg. Wunderbar. So, das müssen wir jetzt einmal kurz rein und wieder raus machen. So. Das Ding muss weg. Hier haben wir das, ist das das, kann ich nicht runtergucken. Das Fenster im Berg. So, jetzt muss es nur kreativ werden. Das ganze Röhrensystem kann rein technisch eigentlich entfernt werden. Das brauchen wir nicht mehr. Fam. So. Das müssen wir jetzt wieder ganz tricky entfernen. Warning, emergency power only. Oxygen production offline. Ich brauche jetzt eigene Energie. Das ist doch hart. So, wir sind schon hier so wie Spider-Man am Rumeiern auf der... Wenn die Aliens mich beobachten, denken, was macht der denn da? Ist der bescheuert? So, Röhren weg. Das ist zu nah. So, jetzt Gefahr, Gefahr, Gefahr. Da wir jetzt, ja, wir sind ein Tacken, wir sind nicht höher oder sowas, ne? Eigentlich von der Höhe war es ja eigentlich optimal, leider. Zentimeter haben gefehlt am Ende. Dass wir uns jetzt irgendwie dahin bauen. Da ist ja kein Hohlraum dahinter, das ist das Doofe. Aber wir testen es einfach mal. Wie weit wir uns da rein basteln können. Seht ihr, das meinte ich. Fupp. Ja, wenn man nichts sieht, dann sieht man nichts. Das ist das Problem. Weil dann sieht das so aus, als ob das verbunden wäre. Darum geht es mir eigentlich. Aber. Boah, das war mal mutig. Aber ich weiß jetzt nicht, wie ich da reinbauen soll weiter. Ich will es auch nicht zu dolle zerstören, optisch. Das ist das Doofe. Aber ich habe noch eine Idee. Warum hüpfst du denn? Jetzt sind wir hier. Boah, was eine coole Kuhle. Hier will ich wohnen. Wenn wir... Ja, das ist alles doof hier oben. Mann, was habe ich hier veranstaltet? Also noch einer davon wird ja nicht viel bringen. Der macht ja nur dasselbe. Machst du mal trotzdem. Nochmal, ich bin im Berg. Der Berg, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Okay, damit habe ich mich ja schon aus dem Problem gerettet und auch nichts verbraucht. Ich hoffe, das sieht man nicht von außen. Doch, das sieht man von außen. Hat auch den Berg. Nee, das ist die Scheibe gewesen. Oh, ist das alles schwierig. Das muss auch noch weg da. Wie soll ich das handeln? Ich kann uns ein Treffen verarrangieren.
Titan ist da. Hier ist ja noch gar nichts fertig. Viel verlustig, das Grüne hier. Ja, seht ihr? Das geht. Viel voll geil. Und wenn wir den jetzt wieder rauslöschen, dann haben wir, können wir uns eine Luke reinpacken. Den kann ich nicht löschen. Hallo? Ich hab alles kaputt gemacht. Warum löscht er den denn jetzt nicht? Lösch ihn! Ich kann ja nichts sehen. Ich kann mal eine Scheibe reinmachen. Auch Spaß. Ich hab's auch hier Stick hier drin, nicht? Wollen wir denn jetzt Scheiben hier in den neuen sortierten Kram? Keine Scheiben? Da. Da wird man nicht viel sehen. So viel sage ich schon mal im Voraus. Okay, hat sich gelohnt. So, jetzt kriege ich den hier nicht weg. Wenn ich jetzt einen Gang reinmache, bis ich dann... Oh Gott, ich werde sowas von verbuggen. Okay. Ich darf ihn aber entfernen. Boah, wir tricksen nur noch. Wo werde ich landen? Guck mal. Plan hat geklappt. Nur leider weiß ich nicht, wie ich dann weitermachen soll. Wir müssten rein technisch noch einen Gang an dem Gang machen dann. Oh. Da komme ich doch nie ran. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Das ist nämlich ganz schön mühselig. Dafür, dass wir am Ende hier eine schöne Basis haben. Komme ich denn von außen irgendwie dran? Und vor allem rutscht. Und oh, das ist alles eine Qual mit den Bewegen auf der Insel her. Da komme ich nicht mehr durch. Kann ich vielleicht noch einen eigenen hier bauen? Ich lösche einfach ein bisschen Berg weg. So. Wer braucht schon Bilder, wenn man sowas hier hat? Da braucht kein Mensch Bilder. Oh, der ist gut. Das wird dann, der wird einmal durch den Berg durchgehen. Da ist er. Da ist er. Guck mal. Dann haben wir hier einen Gang. Oh, wie schön. Hier kann man bestimmt was richtig Geiles reinpacken und so. Und da geht dann, da geht's dann rein in der anderen Basis sozusagen. So eine Übergabe, meinte ich damit. So, ich hab's geschafft. Und das war erst ein reiner Zufall, dass wir genau dahin gebaut haben. So. Ja, da kommt man dann hoch. Welcome aboard, Captain. Läuft hier durch. Kommt hier rein und hier könnte man irgendwas Cooles reinbauen. Ich weiß doch nicht was. Und müssen hier alles nochmal mit Strom versorgen. Verdammt. Aber ich habe nichts mit Strom. Na, hier kommt eine Art Lounge rein. Also hier wird man dann entspannen können. Das ist natürlich ein Aquarium, logisch. Hier geht's raus. Das ganze Zeugs können wir wegpfeffern. Und ich kann damit schon mal nicht anfangen, weil ich habe gar kein Glas mehr. Irgendwo noch einen Tunnel nach oben? Nee, ne? Keine Ahnung, wie soll ich jetzt da wieder hochkommen? Mann! Der ist jetzt ja überflüssig. Und der Gang, die Foundation muss noch weg. Ah, das gefällt mir aber. Ist zwar noch neben, ah, da kommt man nicht nebenher. Da lässt sich auf jeden Fall was zaubern. Auf jeden Fall. Crafting unten, Leben oben. So ist das, das war das Ziel. Und das geht so richtig in den Berg rein. Und das muss jetzt weg. Das muss ich jetzt noch wegzaubern. Aber wie verflucht nochmal? Hier darf ich nicht dran, ne? Doch, darf ich. Aber bringt ja nicht viel. Das bringt mir nämlich gar nichts. Auch kein Glas oder so. Hm. Titan habe ich, das ist kein Problem. Muss ich da hinten schon wieder einen Gang wegnehmen, damit ich da oben drauf komme. Ach, das geht mir auf den Keks. Guck mal hier. Perfekt, oder? So, jetzt vergesse ich natürlich die Luke wieder. Dann werde ich hier irgendwann davor stehen und sagen, Mann, jetzt habe ich die Luke wieder weggebaut und wieder vergessen. So.
Das bauen wir jetzt mal weg, das Ding. Hallo? Luke, kommst nach oben? Was für ein Gepuzzle. Aber es wird doch mal Zeit. Das heißt ja auch Landleben, die Staffel. Und das Einzige, was wir nicht gemacht haben, war Landleben. Und das ist jetzt soweit. Wir haben wunderbare Ideen. Ich glaube, ich habe keinen Platz mehr im Inventar, ne? Das ist auch noch so ein Problem. Aber es sind immer nur zwei. Okay, das ist scheiße. Das macht nichts, denn die liegen da unten dann. Schwerkraft. Wie ungewohnt. Ich bleibe mal nicht liegen. Nur nicht runterstürzen. Dann habe ich einen Salat. Was können wir von da? Oh, das sieht sowas schon schön aus. Und wein. Säge nicht an den Ast, worauf du sitzt. Wo ist das ganze Titan jetzt hingefallen? Naja. Okay, das sieht ja schon mal fantastisch aus. Jetzt haben wir das Problem. Die Gänge, die sehen unglaublich blöd aus. Man muss auch unglaublich weit laufen, ne? Das ist auch noch so ein kleines Problem. Ich habe keinen Platz mehr, nicht vergessen. Wow. Und das geht in den Berg rein. Wie cool, 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 cool. Außenbeetblumenkästen, keine Ahnung, was wir da oben reinpacken könnten. Damit es da schick aussieht. Das ist ein Inbeet. Das war ein Außenbeet, aber halt unter Wasser. Da gibt es ja auch Unterschiede. Wir könnten noch ein paar Eier rumpacken. Wir haben hier immer noch Schwefel. Was kann man Schickes bauen? Wir haben ja die Möglichkeit für Dekoration. Die geht wahrscheinlich nur innen. Aber wir haben noch hier zum Beispiel so eine Lampe. Die will noch eine Batterie haben. Hier so ein Scheinwerfer. Den können wir ganz oben auf dem Berg irgendwie hin. Wir können aber auch noch die hier bauen. Das ist vielleicht mal eine Idee. Für den Energietransport. Was habe ich gesagt, braucht man dafür? Gold. Das haben wir, glaube ich, im Zyklops-U-Boot ohne Ende. Immer ein Chaos-Schrank-System hier. Zwei Stück sollten eigentlich lang. Eigentlich gehört das woanders rein. Ich weiß, ich weiß. Okay. Energietransport. Eine wichtige Geschichte. Wir haben ja eine Verbindung. Jetzt darf ich dich vergessen. Wenn ich da oben einfach einen im Boden piekst, ob das reicht, ich weiß ja nicht, was maßgeblich ist, der Reaktor selber oder das ganze Basisgerät. Oh ne, ich seh nix. Das kann man wieder wegbauen, zur Not. Und? Ein Edelstein, da passiert mal gar nichts. Warning. Emergency power only. Oxygen production offline. Bling dong. Da müssen wir wirklich tatsächlich. Wächst hier wunderschön rein. Ihr kriegt gleich Licht, keine Angst. Und zehrt euch an der Energie, die wir unten produzieren. Das ist ja auch sinnvoll, dass wir das nutzen. Wir müssen halt mehr bauen, von unten nach oben hin. Nein, das war nicht geplant. Vielleicht funktionieren die ja über Wasser nicht, aber ich glaube doch. Wir werden es ja sehen, wenn da so ein Strahl entsteht, dann funktionieren die ja. Muss halt eine gewisse Entfernung einhalten. Hm. Irgendwie transmittern die überhaupt nichts. Scheiße. Ein Gold hätte ich doch tonnenweise auf der Insel. Es ist natürlich wieder Nacht. Ist ja klar. Da ist Gold. Jetzt würde ich das viel besser sehen. Wo ist denn unser Reaktor? Der ist doch da drin. Der müsste doch... Ach, da müsste doch erreicht werden. Also bitte. Ah, da sieht's man. Hä?
Also die Distanzen sind sehr klein geworden scheinbar. Falsch. Ich habe damit jetzt ehrlich gesagt schon ewig nicht mehr experimentiert. So. Dann muss man so nach oben ziehen, aber boah, ja, Gold ist ja kein Problem, kriegen wir tonnenweise, aber ist schon ein ganz schöner Aufwand, muss ich zugeben. Aber der wird's wert sein. Wir brauchen ja eigentlich, nee, Blödsinn, die ist ja nicht miteinander verbunden. Da oben haben wir komischerweise Strom, aber den konnten wir nicht nutzen. Also man muss nah an den Reaktor scheinbar dran. Gut, ich brauche eine Pause, wir sehen uns in der nächsten Folge Subnautica, bis dann.